Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 14. April 2023, und ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich kann eigentlich nur all das wiedergeben, was wir gestern schon gesagt haben. Unser DAX, der tanzt ja weiterhin, zaubert ja weiterhin sein fröhliches Häschen, sein Osterhäschen noch aus dem Hut. Der ist noch immer gut drauf. Im Tagesschart sieht man es jetzt auch, dass die Vortageskerze jetzt einfach auch im Grunde genommen vollkommen liegen gelassen wurde. Und das ist eben auch das, was wir hier gestern besprochen haben, oder was ich auch wirklich mit bewussten mehrfachen Wiederholungen versucht habe, euch in den Kopf einzupflanzen. Weil, ja, manche haben sich immer beschwert, ne, dass ich immer so viel wiederhole, aber das ist ein wichtiges lyrisches Mittel, um besonders wichtige Sachen eben auch zu platzieren. Auch wenn wir hier keine Gedichte schreiben und sowas. Und keine Bücher und Romane, ist es aber trotzdem wichtig zu verstehen, dass wir immer in diesen Wenn-Dann-Szenarien denken. Ich hatte gestern auch wieder jemanden, der hat mir geschrieben: Ja, Martin, warum willst du Long handeln? Du hast doch das mit dem Kästchen gezeigt und dass er sich da drin reingezogen hat. Das habe ich übrigens schon wieder gelöscht. Ich weiß nicht, haben wir den Fall noch zusammengesetzt oder habe ich das wieder danach gemalt? Das geht mir so oft so. Ich bin mit euch hier fertig mit dem Einsprechen. Und ich habe immer die Pfeile genau vor Augen, ja, aber ich male sie da nicht rein mit euch. Und dann fällt mir ein: Mensch, wenn ich dann den Screenshot ziehen muss für die geschriebenen Analysen, fällt mir ein: Mensch, hast du gar keinen Pfeil gezogen. Also auf jeden Fall, der ist gültig, der bleibt so. Was ich aber sagen wollte, hier hat wieder jemand gesagt, weil ich gesagt habe, von der 157 hier hat sich der Markt nach unten gedrückt und mit dem Kästchen und so. Wir haben ganz klar gesagt, versucht es wirklich auch rauszuhören, weil ich betone das nicht, weil ich behindert bin, fünfmal. Sondern wirklich, weil das die Kernaussage sein soll. Wenn wir unter 6,50 fallen per Stundenschluss, dann ist der für mich gefährdet zu fallen. Das ist für mich noch kein Short. Aber es ist für mich gefährdet, dann eben zu fallen, auch mit diesen Wenn-Zählungen und was wir alles gestern besprochen haben, ja. Aber eben erst, wenn 6,50 fällt. Und deswegen habe ich auch bestimmt vier oder fünfmal gesagt, wenn wir aber nicht unter 6,50 fallen, ist für mich im Grunde jede grüne Stundenkerze eine Rechtfertigung für eine Long-Position einzugehen. Für mich ist das dann einfach hier Vorteil nach oben, muss ich so sagen. Und kann ich jetzt auch nur wieder wiederholen. Und versucht das bitte auch wahrzunehmen. Ja, also nicht, weil ihr vielleicht irgendwo noch einen schieflaufenden Short habt, nur das jetzt raushören, was für Short interessant ist. So funktioniert es nicht, Freunde. Ja, also funktioniert es nicht. Ja? Ihr müsst versuchen, neutral zu sein. Jeden Tag neutral versuchen, an die Sache ranzugehen. Nur so kriegt ihr dieses Psychospiel unter Kontrolle. Weil nichts anderes ist als das. Ne? Wir sind als Trader letztendlich eigentlich bloß Profis damit, mit unserer Psychologie umzugehen, mit unserer eigenen Psyche umzugehen, uns selber zu kontrollieren. In dem Moment, wo wir das nicht schaffen und uns instinktiv von dem Mistvieh kitzeln lassen, wenn wir immer am Hoch Short aussteigen, uns ausstoppen lassen oder Long einsteigen, dann dreht der Markt nach unten, dann sagen wir: Ach Mensch, habe ich es doch gewusst, wäre ich doch vorher in meinem Short drinne geblieben. Dann gucke ich mir das Ding, guckt man sich das ganze Zeit den Minus an, wie der dann nach unten fällt und schließt genau dann, wenn man den Short schließt und auf den Long schließt und auf Short wechselt, fängt das Ding wieder an zu steigen. Das ist, wenn wir uns psychisch einfach auf das Spiel eingeben und uns versuchen, mit dem zu duellieren. Dann kommt sowas bei raus. In dem Moment, wo wir aber jeden Tag neutral an die Karre rangehen und sagen: Ey, du beklopptes Mistvieh, wenn du heute nicht das machst, was ich dir sage, dann handle ich nicht. Nicht, dann haue ich dir 30 Trades um die Ohren und versuche dich mit maximalem Einsatz und überhebelten Positionen zu bändigen. Das funktioniert ja nicht. Ne? Sondern zu sagen: Okay, wenn du nicht das machst, was du machen sollst, dann handle ich nicht. Handelst du, machst du aber das, was du machen sollst, und zwar genau in den Szenarien, wie wir es besprochen haben, dann mache ich, wenn das eintrifft, die Position in dann. Na, also, wenn DAX 6,50 sich nach oben dreht, kann er bis 37 laufen. Das heißt, wenn ich sehe, der dreht sich bei 6,50 hoch, dann handle ich bis 37 long. Punkt. Okay, und von daher kürzen wir das jetzt ja ab. Es bleibt weiter dabei. Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre hier einmal dazwischen zu jagen, irgendwie in dem Bereich hier zwischen die 49 und die 8,30. Einfach da so mittig mal dazwischen boxen, bisschen zurücklaufen. Das kann auch gut und gerne nochmal 87 werden. Dann weiter auf 49 wäre hier jetzt anzunehmen. Und zwar gilt das so lange,
bis der unter 6,50 abtaucht. Ja, solange sehe ich es erstmal positiv. Das kann sein, dass wir später nochmal nachrutschen, ein höheres Niveau ausmachen können, aber vorher ist es für mich kein Shortmarkt. Punkt. Ja, wird für mich erst runter interessant. Also, ich würde selbst bei 6,50 noch einen Short gehen, das wäre mir noch zu früh. Das ist so viel Platz noch nach unten, wenn der anfängt zu fallen, ja, guck mal, fällt er bis 3,60, fällt er bis 1,30, dann muss ich noch nicht der erste Idiot sein, der da dagegen kämpft und fünfmal ausgestoppt wird, weil er immer wieder an der falschen Stelle angesetzt hat. Da warte ich doch lieber erst, bis die ganzen ersten schon rausgerammelt sind und gehe dann hinten raus, im zweiten, dritten Signal einfach mit. Ist doch viel einfacher, als immer gegen die Wand zu hauen mit dem Kopf. Aber gut, ihr kennt das alle. Ihr wisst ja auch eigentlich selber, wo eure Fehler sind. Es tut bloß manchmal gut, das zu hören, ne? Um daran zu erinnert zu werden, was man eigentlich verkehrt macht, damit man irgendwann auch mal anfängt, das richtig zu machen. Es gibt auch Leute, die hören sich 10 Jahre an, was sie alles verkehrt machen, machen es trotzdem wieder verkehrt. Ah, das ist dann sollte man vielleicht auch besser einfach aufhören, ne? Aber es ist Hoffnung da, es kann jeder schaffen und wir sehen das auch, egal welcher Bildungsgrad oder, ne, also das ist, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Ja, es ist, da kannst du sein, wer du willst, da kannst du stur sein, da kannst du nicht stur sein, da kannst du ängstlich sein, da kannst du nicht ängstlich sein, da kannst du, keine Ahnung, Maurer sein, da kannst du Arzt sein, Architekt oder was weiß ich nicht alles. Das ist voll querbeet, die Palette. Frau, Männlein, Weiblein, alles quer durch. Wir haben auch Mädels, die gut dabei sind. Da kannst du keine Trennung machen, aber man muss anfangen, sich selber zu arbeiten, an den Fehlern. Man muss wirklich anfangen, irgendwann professionell zu handeln. Und das fängt schon mal damit an, dass man nicht jeden Tag in einer Position drin hängt, dass man nicht immer irgendwo dabei sein muss und dass man einfach versucht, neutral zu sein. Und deswegen lebe ich euch das hier jeden Tag aufs Neue vor. Ja, also seht es mir nach, dass ich da auch akribisch dranbleibe, aber das ist der Weg, wo ich sehe, dass es für die meisten funktioniert. Na, also zumindest die, die zu uns kommen und sagen, hey, wir haben es geschafft, vielen Dank, ihr habt uns so geholfen. Die betonen immer wieder diese Sachen, die ich euch hier immer wieder versuche einzutrichtern und deswegen bleibe ich da auch dabei. Solange mir nicht mal einer zu mir kommt und sagt, ah, Martin, ich habe mein ganzes Geld verloren, ich hab das genau gemacht, wie du gesagt hast, ich war immer neutral, war nicht jeden Tag drinne und ich habe so viel Geld verloren, kam noch nicht einer und deswegen können wir da noch weitererzählen. Okay, Botschaft verstanden, angekommen, ihr wisst Bescheid, DAX hier. Lasst ihn machen, solange der nicht unten irgendwie mal was bricht. Lasst es steigen. Der kann auch rumeiern. Nehmt ein bisschen Geduld mit, lasst ihn machen. Ihr kennt ihn doch. Ihr kennt ihn alle. Wisst, wie der ist. Ist halt ein Krepel, aber ein berechenbarer Krepel. Ja, weil er immer wieder die gleichen Sachen einfach nur abspult. Immer wieder das gleiche Repertoire, was da kommt. Ja, kann man sich zunutze machen. Ja, oder man stellt sich stur dagegen und denkt, nee, muss man nicht mal stur dagegen stellen. Oder man stellt sich dagegen und sagt, das glaube ich nicht. Ja, dann, keine Ahnung. Zahlt halt keine Kirchensteuer, sondern eure DAX-Einsätze hier in den Markt rein. Auch fein, ist okay. Irgendjemand muss das Geld bezahlen, was die anderen verdienen, aber ja, können ja auch andere machen, oder? Freunde, ich mach aus.